Störrisches Girl! Ich hab mich gemüht. Zu lange und zu sehr. Und mit zu viel Blut vergießen. Endlich den Frieden in Schottland zu sichern. Lass nicht deine elende Leidenschaft dich leiten. Ihr erhebt hier die Stimme, Sir. Und ihr werdet euch mäßigen in meinem Beisein. Wenn mein Rat inzwischen ohne Wert ist, sehe ich mich gezwungen, mich vom Hof zurückzuziehen. Wenn du musst. Gewährt ihr ihr die Nachfolge, belohnen wir ihren Ungehorsam. Wovon sprecht ihr da? Sie ist nicht unsere Untertanen. Und doch wollt ihr uns zu den Ihren machen. Was habt ihr auf all euren Reisen zwischen unseren Königreichen erreicht? Zwietracht? Krieg? Tod? Und jetzt habt ihr die Kühnheit, mein Urteil anzuzweifeln? Ihr hinterfragt besser das eure. Ich bedauere, wenn ich in euren Augen versage. Wir dienen euch vollauf. Mit ganzem Herzen. Jeder von uns würde mit Freuden für euch sterben. Aber Maria ist unser Feind und eine Katholikin. Sie wird nur eure Königin, wenn ich keinen Erben gebäre. Und werdet ihr, Madame? Bislang habt ihr uns wenig Anlass zur Hoffnung gegeben. Ihr habt so viel versucht und doch ist sie immer noch an der Macht. Genau genommen hat sie sich als weit fähiger erwiesen als mein eigener Kronrat. Sollte ich vor meiner Zeit sterben, könnten wir es schlechter treffen als mit ihr auf dem Thron von England. Er ist der Vater meines Kindes. Ich werde ihn niemals so erniedrigen. Darnley ist verflucht. Er ist harmlos. Nicht ganz. Er trachtet noch immer nach eurer Krone. Meine Männer hörten es. Er sprach von Königsmord. Ihr habt Armeen gegen Armeen in die Schlacht geführt. Jetzt fürchtet ihr einen einzelnen Mann? Ich fürchte mich nicht vor ihm. Warum verlangt ihr dann die Scheidung? Mein Eid trägt mir auf, euch zu beschützen. So habt ihr Furcht vor ihm. Meint ihr, es entspricht meiner Ehre, mich mit meiner Schwester untertan zu vermählen? Es ist wahr, dass ein Earl kein Prinz ist. Doch sicher gibt es keine größere Ehre als die Vermählung mit einem Edelmann, durch den ihr ein Königreich wie England erbt. Mir steht es zu, schon per Geblüt, gleich mit wem ich mich vermähle oder nicht vermähle. Wir müssen die Nachfolge regeln vor der Vermählung, nicht etwa andersherum. Wir hoffen, wir verärgern den Earl nicht. Nicht im geringsten, Madam. Danke für eure Ehrlichkeit. Wir sehen, weshalb unsere Cousine den Earl so schätzt. Ich akzeptiere Elisabeths Krone, sobald sie mich als Erbin eingesetzt hat. Madam, meine Königin. Wenn sie irgendwelche Bedenken wegen dieses Vorschlages hat, mag sie sie vorbringen, bei mir persönlich. Verlang das nicht von mir. Heiratest du sie? Gehört sie England? Was wird aus uns? Aus uns? Dir, Elisabeth. Und mir, deinem Robert. Heirate die wunderschöne Königin von Schottland. Und wir können sie kontrollieren. Mit Maria hast du den Rang eines Prinzen. Bin ich vornehm genug für die eine Königin? Bin ich vornehm genug für die andere? Elisabeth. Wie muss es sich anfühlen, über alles zu herrschen, was man sieht? Ich bin bloß die Dienerin. Seid ihr bereit, ein Diener zu sein? Eigentlich soll der Mann fragen, oder? Dann frag. Vor Gott, vor ganz Schottland und vor aller Welt. Ja. Du wirst meine Königin? Ja. Und ich dein König? Ja. Und dein Gebieter? Mein Gemahl. Maria Stuart ist zum Tode verurteilt. Auf Befehl unserer Herrscherin Elisabeth, Königin von England. Wie konnte es so weit kommen? Es gibt Neuigkeiten. König Franz ist tot.
Eure Cousine Maria ist zurück, um Schottland zu regieren. Sie ist außergewöhnlich, Madame. Seht, sie ist bereit für den Krieg. Keineswegs. Ich befehlige zwei Heere, aber sagt Königin Elisabeth, dass ich für den Frieden bete. Ich hoffe, wir begegnen uns persönlich und vereinen unsere Schicksale. Ihr müsst der Wahrheit ins Auge sehen, Elisabeth. Sie hat Anspruch auf euren Thron. Ich soll meine Königsschwester beseitigen? Entweder herrscht Bürgerkrieg hier oder Bürgerkrieg dort. Es liegt eine Geißel über dem Land. Eine Frau mit einer Krone. Was sagt ihr, Bruder? Er ist uns treu ergeben. Nach Krieg herrscht keine Begierde. Dann entfachen wir diese Begierde. Wie grausam Männer sind. Ich habe einzig und allein versucht, das Land zu einen. Sie greifen schon nach meiner Krone. Eine Mörderin, eine Verräterin und eine Königin. Aber ich werde die Frau sein, die sie nicht ist. Wir schenken der Welt einen Erben für Schottland und für England. Niemand darf von unserem Treffen erfahren. Gebt ihr es preis, werd ich es leugnen. Seid meines Sohnes Patin, meine wahre Schwester. Maria ist unser Feind. Verlangt nicht, dass wir vor ihr niederknien, wie wir es vor euch tun. Du kannst kein Heer aufstellen. Wie oft hast du mir gesagt, ich könne nicht tun, was mir dann doch gelang? Spielt ihn nicht in die Hände. Ihr seid großherziger als die Männer, die ihr zu Rate zieht. Ihr achtet besser auf eure Worte. Ich lasse mich von einer Geringeren nicht zurechtweisen. Eine Geringere. Wenn ihr mich ermordet, ermordet ihr eure Schwester. Ihr ermordet eure Königin. Wie konnte es so weit kommen?